Oh Scheiße, willkommen zum Video Nummer 15 von The Last of Us, First Try, First Platinum Run. Immer noch oder schon wieder live on air, Nick und Teddy im Chat, der gute Jonah. Mhm. Und das Tier 207, ich weiß gar nicht, ich hab's mit Zahlen nicht so. Jedenfalls das wilde Tier aus Berlin. Berlin City oder was, Brandenburg? Ah ja, ist ja Berlin. Jetzt sind wir in der Universität von Colorado angekommen. Holen ja natürlich auch wieder alle Collectibles. Und gucken, ob es DJ Johnson schafft, das Niveau noch gottlos tiefer bis zur Hölle zu bringen mit seinen geistesgestörten Witzen. Ja. Gerne ein Follow da lassen. Also kostenloses Abo. Ein Like. Das unterstützt den Creator am meisten. Links in der Videobeschreibung, falls ihr im Twitch-Livestream dabei sein wollt, das nächste Mal. So, als erstes große Hörner Comic Up Free Radicals. Wenden Sie sich am Anfang um und fahren Sie die Straße hoch. Der Comic wird in einem SUV sein. Ach so, ne, warte mal. Warte nun. Was ist braun und sitzt vor einem Baum? Ein Dackel im Wald. Was ist schwarz und sitzt vor einem Baum? Auch ein Dackel. Nach dem Waldbrand. Ruhig, Kalle. Wieder ein Gürtel. Das Comic. Kerls. Freie Radikal nach ihrem unfassbaren Fluss. Flucht aus der Arena sind Daniela und Ryan nun die meistgesuchten Menschen des Sonnensystems. Ihre neue Ehrlosigkeit hat die Aufmerksamkeit einer mysteriösen Organisation namens Letzte Wacht erregt. Sie folgt spärlich und kryptischen Hinweisen, um die Spur zum Letzten Wacht führt zu einem kleinen und deformierten siebten Mond des Saturn Hyperion. Wild. Arbeitsbereich, das gleiche Zimmer wie Flamethrower. Okay. Rutsch doch mal. Vor allen Dingen, wann kommt man? Mami, ich will immer im Kreis laufen. Sei ruhig, sonst hau ich dir durch den anderen Fuß auch noch einen Nagel. Direkt zum Erdmittelkern durchgesunken, das Niveau. Carlos. Okay. Was ja noch sehr hin. Gut. Wir reiten zum Innenhof und da sollten wir den Campus überblicken können. Was ja noch in unsere Zweck-Videos hier waren. Das muss man überraschen. Gleich zurück, ich glaube. Gestern an der Galus, heute in den Shop. Okay, hier gibt's nichts mehr. Doch! Oh, Drogen! Bin gleich wieder da. Ich warte. Los, rutsch. Los, rutsch. Rutsch weiter, du geiles Stück. Minen nennen Kannibalen-Skelette. Ja, gut. Okay. Ui, ist Nick eigentlich noch da? Ja, ich bin noch da.
Spielst du? Ich spiele gerade Injustice 2. Okay. Ah ja, hier müssen wir durch. Hier ist die Werkbank drin. Und das gab's du? Das gab's du um? Injustice. Dann mal los. So. Nee, ich würde sagen, wir heben das auf, oder? Die Munitionsteile. Die Munitionsteile, ey, ich bin auch schon bescheuert. Was haben Krankenpfleger und Archäologen gemeinsam? Sie beschäftigen sich damit, alte Knochen zu reinigen. Ah. Ich hasse Leute, die in der Nacht Sturm klingeln, Alter. Vor 2 Wochen hat das mein Nachbar gemacht, ey. Um 3 Uhr in der Nacht, mir wäre fast die Bohrmaschine aus der Hand gefallen. So, hier oben auf dem Balkon gibt es jetzt. Gehe oben auf den Balkon, um dieses Artefakt zu, also ein Schriftstück. Huch, warte, was liegt hier? Huh, der Flammenwerfer! What a girl want, what a girl need. So, Teddy, was sagst du dazu? Wir haben einen Flammenwerfer. Ja, dann lass mal ein paar Grillen nachher. Aber hoffen wir mal, dass man da auch noch mehr Kapazität findet. Ja. Ah ja. Hier war mal ein Ausguck. Ein gutes Zeichen. So, jetzt haben wir das Schriftstück. 29 Starter nichts. Hatten die nicht gesagt, dass Leute vorbeikommen? Warum sollen wir draußen sein, wenn hier nichts passiert? Erster 9. Noch immer nichts. Mark, hör auf zu nörgeln. Wenigstens hast du hier Zeit zum Lesen. Wachdienst im Labor zu schieben ist das wahre Elend. 14.9. 5 neue Rekruten aus der Quarantäne zu Chicago. Eingang. Ha, endlich einer hat mir ein Päckchen Kippen für gute Arbeit gegeben. Nett. 5.10. 6 Typen aus dem Hauptquartier Eingang. 6 Leute für einen Truck. Da draußen muss es schlimmer sein, als ich mich erinnern kann. Vorauslieferung aus dem Hauptquartier Eingang. Ach ja, ich habe 2 Äpfel aus einer Kiste stibitzt. Einer für. Ist für dich. Guten Appetit. 31.10. 10 Millionen Werwölfe. Eingang. Die habe ich nur für dich reingelassen, Andrea. Happy Halloween. 5.11. Speer zur Vorratsbeschaffung in der Stadt gegangen. Ausgang. Speer zurückgekehrt. Eingang. Roger hat mich angebrüllt, weil ich geschlafen habe. 20.12. Ein Biologe aus San Francisco. Eingang. Der ist ein richtiges Arschloch. Pass auf ihn auf. 3 neue Rekruten als Eskorte. Eingang. Die haben mir wenigstens frohe Weihnachten gewünscht. Habe ihn verschwiegen, dass ich jüdisch bin. 22.02. 10 Kisten aus dem UT-Krankenhaus Laborkram. Eingang. So. Wir können nicht mehr. Wir haben alles hergestellt. So, geh nach oben auf den Balkon. Artefakte. Unmittelbar nach dem Sprung über den Stacheldraht vor dem vorherigen Gebäude schauen Sie zum Ramm. Maskottchen an der Wand. Ah, okay. Für ein Gespräch, alles klar. Was würde passieren, wenn die Erde sich 30 Mal schneller drehen täte? Ich hätte jeden Tag Zahltag und die Frauen wären schon lange verblutet. Alter, wegen ihren Tagen oder was? So.
du noch was? Ne, scheint es nicht mehr zu geben. Nix. Nix. Was ist denn? Nee, ich hab deinen Namen zum Wortspiel benutzt. Hier gibt's nix. Nix gibt's ja. Nur der Nick ist noch da. Aber sonst nix. Ja, lernen, feiern, sich selbst herausfinden, was sie vom Leben. Was würde passieren, wenn die Erde sich 30 Mal schneller drehen täte? Ich hätte jeden Tag Zahltag und die Frauen wären schon lange verblutet. So, hier haben wir optionales Gespräch 31. Das hat ja schon fast was von Religion. Wenn es um Sport ging. So, Firefly-Anhänger, geh auf die Treppe nach rechts herum, um einen Sackgass mit mehreren Bäumen zu finden. Der rechte Baum wird einen Anhänger drauf haben. Ihn runter und... Das... Also wirklich, du kommst nicht auf die Ideen, die hier für die Anhänger teilweise haben. Langsam Herbst. Ja. So. Hier ist der Euseen-Anhänger. Kommst du nie Himrals drauf? Hier oben drin. Ey. Wenden. Lesen. Hob Pino. So. Aber Artefakt 58, wenn sie von Ellie und Kellis getrennt sind, gehen sie zum geschlossenen Tor und graben sie nur die Hürden. Okay. Ah, stimmt, da war ja was. Auf dem Standesamt der Beamte. Und? Soll nur. Was? Und wie soll nur der Kleine heißen? Nur mir dachten, Dagwart, also hören Sie mal Namen will, ich weiß nur was. Nee, ah, das ist mir zu doof. Ich lese nie Sächsisch. Ich bin jetzt nie erpicht darauf, in meinem Dialekt zu lesen. Ah ja, ich glaube, hier müssen wir da rein, oder? Huch, hier können wir reinreiten. Es müssen einige sein für so ein Vorhaben. Ob wer in meinem Alter dabei ist? Ach, keine Ahnung. Okay, na los. Zwei Informatiker telefonieren. Wie ist bei dir das Wetter? Caps Lock, hä? Shift unendlich. Den habe ich nie verstanden. Bleib beim Pferd. Ich hab's. Bist du sicher? Ja, ich will nicht, dass er wegläuft. Ich bin gleich zurück. So, ich glaube, das ist das genaue Artefakt dort an der Wand. Das sieht mir zusammengepfuscht aus. So. Wir mussten die Tür zum Generator im oberen Stockwerk verkabeln, bitte sparsam benutzen. Wir haben bald kein Benzin mehr. So, haben wir das auch. Oh, hier ist auch ein Ding nach dem anderen. Oh. So, Firefly Anhänger 21, Alex Rohner. Weiter nach der Öffnung des Tores bis zur nächsten Stacheldraht erreichen und vom Pferd kommen. Rechts drehen und in das gebrochene Fenster klettern, um den Anhänger auf einem Schreibtisch zu finden. Okay. Kein Saft. Der Saft bringt die Kraft. Das Abenteuer lacht. Gemeinsam können wir so viel mehr noch erleben. Kommt doch hierher und singt einfach mit. Bumsbibären hüpfen hier und dort und überall. Sie sind für dich, geh, wenn du sie brauchst. Das sind die Bumsbibären. Oh, also, Chuck Norris kann auf einem Serienkabel parallel senden. Seriellen Kabel, okay.
Der andere ist mir jetzt zu lang, deswegen meinte ich ja mit vorlesen. Sonst muss ich just. Sonst muss ich just chatting an. Oder Nick liest die Witze vor im Chat. Nick hat auch so eine. Du bist ein guter Arzt, also hier so ein. Zum Witz erzählen bist du gut, Nick, weil du tust die Pointe nicht versauen. Du bringst das gut rüber. Ich bin jetzt gerade hier bei Injustice kräftig am. Ach so, ja, da kannst du. Gegen Superman. Hier sind ja viele Gegner. Da war aber ruckzuck der Kopf ab. Oh, gut, dass du die Axt mitgenommen hast. Oh. Du Fotze! Ah, das sagt man schon so. Einfach mal den Kopf ab. Ja. Krass, für einen Revolver gar keine Muni mehr. Ah ja. Aber Schrotflintenmuni haben wir wieder, finden wir wieder en masse. Gut, also kommen wir mit der Shotgun rumrennen. Und hier draußen gibt es mal wieder nichts. Nö, Eckhardt. Da warte, ich installiere mal die PlayStation. Ja, sehr gut. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Saft auf dem Ding drauf, weil der Saft bringt die Kraft, das Abenteuer lacht. Gemeinsam können wir so viel mehr noch erleben. Bums doch hierher und bums einfach mit Bumsibären. Astronautin? Oh. Die wäre was für Jona. Aber da die ja lesbisch wird im nächsten Teil, kleine Schlampe, oder ist sie? Ist es gar nicht. War die nicht sogar? Hat die nicht immer Versteckfuchs mit dem Tal gespielt? Keine Ahnung, das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Jetzt haben wir Weihnacht dürfen bis zum nächsten Stacheldraht erreicht und vom Pferd kommen. Rechts drehen und in das alles laufen. Komm, lass mich mit drauf auf den Bock. Ellie ist geil, oder? Die könnte man nehmen. Natürlich erst in Lost of Us Part 2, weil da ist sie volljährig. Logisch. Ah ja, hier drüben ist das kaputte Fenster. Hier müssen wir rein. Weil. So. Hier ist der Firefly-Anhänger. Ach, wieso noch Rissle? Wie viele fehlen noch? Weiß nicht. Hab nie geguckt, wie viel man braucht. Alex Rohner. Ah, okay.
So, Ausbildungshandbuch Gesundheitssterilisation über den Stacheldraht und nach rechts herumfahren, um einige gebrauchte Fenster zu finden, die man überspringen kann. Geh auf Treppe, auf den Balkon und das Gebäude vom nächsten Fenster wieder betreten. Dieses Handbuch wird auf einem Schreibtisch stehen. Wer kennt's nicht? Die auf dem Schreibtisch stehenden Bücher. Aber wir finden wenigstens gut Loot. Gesundheit hast du jetzt schon aufs Maximal gelevelt, oder? Ja, ja, Gesundheit habe ich. Ich wollte als nächstes wirklich Ziel, also hier wackeln. Ne? Ah, okay. Eventuell. Du brauchst jetzt erst wieder 50, gell? Ja. Ach, wieso? Loch ist Loch. Rein muss er doch. So. Über den Stacheldraht nach rechts herum. Ah ja. Ja. Ah ja, ich glaube, hier alles da. Woher haben die Lochis eigentlich ihren Namen? Gruppe anzeigen. Warte mal. Warte mal, Spieler hinzufügen. Ach nee. Falsch. Falsch. Moment. Wait a moment, please. Backstreet's back, alright. So. Ah, hier haben wir's doch. Wenn er in der Gruppe schon ist, kann er einfach selber beitreten. Aber das war jetzt unser Rischergrund. So, warte mal. Hier war doch irgendwie der überspringt. Geh auf Treppe auf den Balkon. Ah, ja. Alles klar. Was haben sie denn hier? Altes Klassenzimmer. Ja, gut, ist ja in der Universität liegt danach. GMXR. Okay. Oder. What the fuck, man? 23. Gut nach. Ist das richtig hier, Jona? Ich nehme es einfach mal an.
Nee, hoch nicht. Oh, was machst denn du? Wo ist denn dein Account? Das kann doch nicht so schwer sein. Hast du mich schon angenommen als Freund? Na klar. Du machst mich fertig. So. Also den Kicken ausschließen. Den Kicken ausschließen. Ich weiß nicht, warum es den nicht anzeigt. Hätte keine Ahnung, ob er sich nicht auf online geschalten hat, oder? Ist mir gerade suspekt. Verstehe ich nicht. Nee, ich habe das so geschrieben, wie du es oben... GMXR. GMX. So habe ich es vor uns auch. Dich zeigt es da nicht an. GX. Ach, GXMXR. Oh, Alter. Was ist denn das aber für ein Name? X. Nee, du musst beim G noch ein X machen. Ja, ja. Jona. Ey, wir müssen uns irgendeinen... Warum nicht DJ Johnson? Ich wollte gerade sagen, wir müssen uns irgendeinen ordentlichen Namen für dich ausdenken. So, hier haben wir das Tutorial-Book auf jeden Fall schon mal. Sterilisation. Die Wunden gut, verbinden Sie Wunden mit... Das mal. Medkits sind jetzt 67% stärker. Guten Abend, Jona. Spieler mit komischen Namen ist der Gruppe beigetreten. Einst hieß er DJ Johnson oder Jona und hatte gottesfürchtige Namen. Heutzutage heißt er GXMR. Ja, wir teilen uns den Account. Ich und mein Bruder, deswegen haben wir so komische Namen. Ach so. So, jetzt kommen wir hier auf. Es ist schwierig, was zu finden, was später zufriedenstellt, sagen wir mal so. Das ist nachvollziehbar. So, wir wollten Witze vorlesen. Was war? Aber bitte nur die Göttlosen. Naja. Fliege auf Tastatur ist da neue Funktion des Computers kennengelernt. Ich habe nichts verstanden. Echt nicht? Nein. Warte mal, optionales Gespräch, wir werden dieses Gebiet vorbei bewegen an ein paar Wänden Feuer. Nein. Arbeiten am Computer ist wie U-Boot fahren. Wenn man ein Fenster aufmacht, fangen die Probleme an. Das definitiv. Der ist so geil. Aber die Gottlosen, der ist jetzt nie weiter vor. Nee. Die werden immer schlimmer. Schlimmer geht immer. Oh ja. Nee, nicht bei Twitch. Solange wie eine DN-Bombe getroppt wird, sollte alles okay sein, oder? Ja, genau, das sind halt solche Witze. Ach so. Ist Juden okay? Naja, ich sag's mal so, mein Humor ist so schwarz, der geht durch Baumwolle pflücken. Alter. So. Wir haben ein optionales Gespräch Nummer 32. Sie müssen Ellie und Kellis wieder verlassen, um ein weiteres Tor öffnen. Gehen. Das Schlaf- und Artefakt wird von ihm auf dem Okay. Gehen wir. Was haben wir denn noch Schreckens in meinem Report? Na los! Besser gesagt eher, was haben wir noch Gottloses im Angebot? Trabi-Witze. Nee, ich mag keine Trabis, ich hasse das alte Zeug.
Trabi-Witze. Ja, ich kann zum Beispiel über die Pappe. Wann erreicht ein Trabi seine Höchstgeschwindigkeit? Nie. Also, wenn er abgeschleppt wird. Ja, oh ja, doch, das fühle ich. Sehr geil. Der war gut. Ich hoffe, ich finde hier immer noch ein paar Blumen, die uns Energie geben. Aber nee, scheint nicht so zu sein. Wie viele Leute braucht man, um einen Trabi zu fertigen? Zwei. Eine faltet, der andere geklebt. Ja, definitiv. Und das mit den Brüsten und dem blauen Sack darf ich wirklich nie auf TikTok posten? Das ist komplett. Nein, wir haben vorher mal drüber geredet. Ich hätte einfach losgelegt. Ich muss den guten alten Jona mal lauter machen. Mann. Hör den kaum. Was ist er denn? Ach, er ist mit dem Handy, deswegen. Ja, aber ich habe Kopfhörer dran. Ja, alles gut. Sag mal. Ich sag ja, alles gut. Ja, alles gut. Und jetzt bist du aber laut. Nein, zock anal. Du auch. Nee, das sag ich nicht. So. Und was, anal? Dafür gibt es nicht. Genau. Weil das wirklich. Okay, hier liegt gleich ein Artefakt auf dem Schreibtisch. Jonah, hast du jetzt schon mal geguckt wegen D-Live? Wegen dieser Plattform? Ja. Wir werden hier überrannt, wir müssen die Barrikaden verfolgen. Ist natürlich wieder mal ein Krypto-Thema, was sehr interessant ist. Aber gut, das ist XRP hier auch. Genau. Geh oben und bitte Raum 250 Schubladen schreibtisch. Okay, oben im Raum 200B. Ja, was aber, Jona, sag's uns. Gib's uns! Bei mir steht der Mensch im Mittelpunkt. Jörg 32 Scharfschütze. Ja. Ich dachte, bei Gewitter kann im Auto nichts passieren. Chantal 17 Schwach. Ja, ja, das kenn ich. Aha, das kennst du auch. Den kann ich. Mach lieber nochmal ein paar Gottlose. Maske getragen. Hust 43 Bankräuber. So, jetzt im Raum 2. Warum haust du mich so? Hallo? Ja, nicht schön. Geschlagen. Noch nicht einmal getroffen. Bin ich jetzt mal dran, oder was? In Justice gab's doch ein PlayStation Plus, oder? So, hier haben wir das zweite Artefakt jetzt. Das ist eigentlich eine ganz geile Grafik. Ja. So. 18.01. Gottverdammte Monate gewartet und noch immer nichts kennen. Trotzdem irgendwie Mortal Kombat für Arme. Kein Wort von niemandem. Ich habe im Speisesaal weitere Dosen mit Nahrungsmitteln gefunden, doch die reichen nicht lang. Kleiner Vorfall bei der Barrikade im Ostflor. Aber immer noch alles sicher. 31.01. Ja. Ich habe einen Blick auf die herumschreiende Gruppe dieser Dinger geworfen. Einer sah aus wie ein Hieder. Vielleicht war es sogar Hieder. Scheiße. 10.02. Die Batterien gehen langsam aus. Wir hören nur noch einmal pro Nacht Radio. Das habe ich seit den letzten Übertragungen aufgegeben. Sie ist drei verfluchte Monate her. Also, weshalb die Mühe? 25.02. Cheryl hat gestern draußen gequalmt. Sie sagte, sie braucht das. Sie war ziemlich angepisst, als ich ihren Vorrat wegschmiss. Sie versteht es nicht. Wir müssen einen klaren Kopf behalten. Jemand muss in die Stadt und weitere Vorräte besuchen. Wahrscheinlich werde ich das sein. So, jetzt haben wir den Feuerfall. Wenn sie fallen, treffen sie auf mehrere Klicker. Was passiert, wenn zwei Mercedes zusammenfahren?
Sternenhimmel. Krieg der Sterne. Bloder, die wird verblödet. Gut, also wir müssen den Bloder töten. Der hat als nächstes nämlich dann den gottlosen Firefly-Anhänger. Spielt in Star Wars mit. Er ist die Macht. Das habe ich noch nie gehört. Geil. Das ist gut. Das ist echt geil. Was sagt Obi-Wan, wenn er auf einem Berg steht? Keine Ahnung. Was? Obi-Wan, wenn er auf dem Berg? Keine Ahnung. It's over, Anakin. I have the high ground. Ein Scheiß. Das Witzige ist ja, das ist ja genau eine Szene aus Episode 3. Ja, nur genau daran habe ich auch gerade gedacht. Was sucht Luke nach Episode 5? Nach seinen Eiern. Ein Secondhand-Shop. Was ist das denn? Oh, jetzt kommt der Flammenwerfer. Nee, erst beim großen Gegner, dann kommt ein kleiner Bloder. Star Wars Jokes sind wie Jünglinge, sie werden niemals alt. Kann ich die nur mittlerweile eigentlich lautlos killen hier? Versuchen sich zwei Stormtrooper zu treffen. Ah ja, ist klar. Das ist witzig, was Stormtrooper nicht treffen. Stimmt, tatsächlich, ne? Die treffen sich nie. Normalerweise ja, schon. Musst du mal Star Wars Clone Wars gucken. Hat aber leider 7 Staffeln. Oh, das wird Teddy nichts Wildes. Das schafft er an einem Abend. Was denn? Ich hab grad nicht aufgepasst. 7 Staffeln von Stormtroopers. Ja. Also die Messerhaltbarkeit zu upgraden war eine meiner besten Ideen, muss ich sagen. Ja, definitiv. Guck mal, ich habe jetzt 3 Klicker mit einem Messer weggemacht. Na, was ich da an Munition rausgeräuchert hätte. Naja, du brauchst mindestens fast 2 Schuss für so einen Klicker. Locker. Ja. Oh, ich hatte in Klicker 50 Flammenwerfer-Muni fallen lassen. Oh. Ach nee, hier drüben, das ist ein großer, oder? Ist das schon der Bloder? Ja. Das ist er schon. Ja, genau. Das ist er, ja. Einen Scheiß Griff, du Nuttenbengel! Oh, also ich muss mit den von Weiden schnappen. Ich hoffe, ich muss ja alles nochmal machen. Ey. Sehr geil. Das freut mich. Oha. Die Todessequenzen sind schon echt krass, ne? Ich bin zwar kein Glumanda, aber wenn ich das sehe, dann...
Das ist geil. Ich muss verfickte Scheiße wegrennen. Gibt es hier in der Stadt noch andere Sehenswürdigkeiten außer Bier? So, weil der Bloater hat nämlich den Firefly-Anhänger. Ach du Scheiß, oh nee, was ist denn das? Nuttenbengel. Wie hat Caroline Kiebekus mal gesagt, solche Sprüche haben echt mal bei irgendwelchen Weibern funktioniert. Na klar, sonst wird es die Sprüche ja nicht geben. Es gibt einen Spruch, der definitiv funktioniert hat. Das war der folgende: Bist du ein Engel? Genau. Wo kommt der her? Keine Ahnung. Star Wars Episode 1. Ja? Ach ja. Der junge Anakin zu Partner gesagt. Mhm. Man sieht man ja, was draus geworden ist. Ist ja immer so, wenn Frauen dazukommen. Warum nimmst du nicht die... den Ring dich zu Knechten umstülpen oder amstülpen? Wird's übel. Jetzt renn da einfach mal schneller, du verkündigst es mit sich! Du bist so ein Stück Dreck, du bist so ein verkackter Scheiß-Wichser-Tool! Du bist ein verkackter Scheiß-Algi, der nicht ruhig zielen kann, du Scheiß-Fotzenvieh! Verkommener Random-Gay-Fucker, Alter! Ja, alles in Ordnung? Nee, es war wieder so weit. Dreizählen einatmen, Luft anhalten, bis 3 Zählen ausatmen. Und dann bei TikTok hoch an. Chuck Norris war schon mit 9 Pokémon Meister. Treffen sich 2 Galaxus. Das eine hast du abgenommen. Kann man kriegt man immer gegen Affen kämpfen oder was? Oh, dann hat's gegrillt. Also, oh, wir haben den Firefly-Anfänger. Anfänger, einiger. Ich weiß nicht, warum ich mich gerade so aufgeregt habe. So. Artefakt, den 6 Zeitung kriegen nach dem Rückweg nach oben, Kopf direkt über Raum 20B, 205B, dieser Artefakt wird auf der Mini-Fridge stehen. Halt! Wisst ihr, was ich fast vergessen hätte? 2356, warum erinnert mich denn keiner daran? Ich muss doch in Pokémon Go noch meinen 7. Tagesdreh und 7. Fang machen. Verdammte Scheiße! Wie fragt ein Pokémon nach dem Weg? Wohin genau? So. Wohin genau, genau. So. Wie nennt man die Mega-Entwicklung von wohin genau? Ja, Max. Recht.
Da könnte auch böse sein. Oh, ein wildes Ninja-Turm. Oh. Naja. Wie berechnet man den Fluchtweg von einem Juden? Schornsteinhöhe mal Windgeschwindigkeit. Kappa, wir distanzieren uns hier von jeglicher rassistischer oder das ist alles Nick redet hier gerade von GTA RP, weil er ist dort eine fiktive Figur, die in Geschichtslehre ist. Er hat gerade den Zweiten Weltkrieg Nein. als Thema. Das sind alles Witze mit schwarzem Humor. Ich bin mir nicht sicher, ob Twitch das auch so sieht. Gegen jeden Rechtsradikalismus, Rassismus bin nämlich von Abstand. Aber die Witze sind trotzdem lustig. Aber es fängt jedes Pokémon ohne Ball. Und Jean Norris trinkt auch Wasser aus der Leitung auf Ex. Was ist flüssiger als Wasser? Keine Ahnung. Team Rocket, das ist überflüssig. So, jetzt kann man ja wenigstens mal wieder Loot rausklippen. Was wiegt 1,8 Kilogramm, sitzt auf einem Baum und ist sehr gefährlich. Ein Buhu. Nein, ein Taubsi mit einer Pistole. Muss dir mal bildlich vorstellen, Ash will Taubsi fangen, auf jeden Fall Taubsi eine Knorre raus und schießt Ash weg. Ey, da gibt's auch übelst kranke Videos bei YouTube, da musst du auch mal wieder gucken, ey. Da hast du wirklich richtig geile, gottlose Dinger dabei. Jack Norris hat alle Pokémon gefangen mit einem Festnetztelefon. Ein Scheiß. Oh, Kugelfeile. Was haut die mich gegen Elefanten, Alter? Bist du besoffen, Catwoman? Was, kämpft ihr in einem Zoo oder was? Und nochmal, gleich fällt der Elefant um, du Schlampe. Ist Teddy eigentlich noch anwesend? Der ist relaxed und versperrt den Gotthardtunnel in der Schweiz. Sei doch nicht schon wieder so böse. Ja. Ich bin noch anwesend. Gut. Weil du dich so ruhig angehört hast. Na, ich schaue gerade ein TikTok-Video an. Da habe ich mich kurz stumm geschalten. Oha, hier eine PlayStation 3. Die habe ich schon alle geliked. Sehr gut. Sehr wichtig. Macht's alle dem guten Teddy nach. Für den Algorithmus. Genau, für den Algorithmus. Unterstützt Amix am meisten. Oh, Bane, hallo. Du hast echt gerade in dem Stream, der Bane heißt? Wie der aus Batman? Ach so, bei Injustice? So. Kommt mein Kevin um die Ecke und stirbt. Kommt ein Kevin. Was ist das schon wieder? Diese random Kevin-Beleidigung. Mach doch nicht immer diese Filme mit den Kevins. Kevin Oscars. Los, Pikachu, Donnerblitz. Alter, was wirfst du meinen Hamster gegen die Steckdose? Wie
Mini-Fridge steht. Ach so, auf einem Mini-Kühlschrank, okay. Ah ja, hier ist das andere Artefakt, gut. So, US-Militär gibt Suchaktion auf. Von Lev Binyov Feldreport. Im Zug des aktuellsten WHO-Berichts World, ist das, ist WHO eine World Economic Forum? Nee. Jona, was war's WHO? World Health Organization. Ah ja. Nach dessen Angaben durch die steht dort echt nach dessen Angaben durch die CGI-Infektion rund 60% der Weltbevölkerung getötet oder infiziert wurden, hat das US-Militär eine Erklärung verabschiedet, nach der alle Suchaktionen aufgegeben wurden. In diesem Bereich von bis 15 Kilometer um die Grenzen der Quarantänezone herum wird weiter nach Bürgern gesucht, die hineingelangen wollen. Doch es wird nicht mehr nach Personen gesucht, die möglicherweise in schwer erreichbaren Gebieten festsitzen. Generalstaatsanwalt Arthur Monroe macht in einem Brief deutlich, in der stattgefunden so ein Scheiß, niemand kommt. Okay, so. Das haben wir. Firefly-Anhänger. Wenn Sie sich dem Science Building nähern, gibt es viele Zelte. Im letzten Zelt finden Sie diesen Anhänger. Okay, und dann haben wir auch eine Werkbank wieder. Da freut sich Teddy. Wie viel kostet es, Tonys Familie umzubringen? Welche Tony Starks Familie? Ja. Das ist ein so Bug. Gottlos, die leben gar nicht mehr. Ein Bug. Ein Buggy. Das ist auch eigentlich so ein böses Ding, ey. Nee, in Civil War dachte ich auch nur so, das ist jetzt nicht wahr. Hatte ich Risch Pippi in der Augen. Alle Avengers spielen Fußball. Chris freut sich, er ist Torwart. Dann habe ich nie verstanden. Ja. Liegt gleich direkt so, der ist wieder beim Ayamax näher angekommen. Ja. Erzähl nochmal, Jona, dann versteht dann auch. Alle Avengers spielen Fußball. Chris freut sich. Er ist Torwart. Mir geht's gut. Chris Evans? Immer noch nicht verstanden. Chris Hemsworth. Ja, und der spielt dort den Tor und deswegen Torwart. Ach so. Hab ich gewusst, ich wollte euch nur trollen. Ja, natürlich. Nicht laufen. Buggy ist momentan ein gutes Beispiel. Er trägt eine Maske und halbiert seine Kontakte. Miese Breeze. Teddy, hast du denn mit Tor verstanden? Ich hab letzte Woche einen Brief nach Suahili geschickt mit einer Uhr drin. Was kam zurück? Ein Brief, danke für den schönen Gürtel. Solche verstehe ich gleich, wenn es um häusliche Gewalt geht. Ich kann nicht mehr Nee. Okay. Nein, ich glaube nicht. Wenn es eine Alligator-Logik gibt, gibt es dann auch einen Alligator? So, jetzt ein Stein zu einem Brett, ich bin Einstein, sagt das, wenn du Einstein bist, dann bin ich Brett Pitt. So, hier haben wir im letzten Zelt etwa
Ja, aber der ist noch im Englischen gut. Langsam sollten wir jemanden zählen. Gehen wir rein. Wie heißt der Bruder von Elvis? Zwölvis, ist doch ganz klar. Was war in so einer Schule? An der Universität? Hier. Nein, zumindest nicht als Student. Wie kommt's? Oh. Als Sarah kam, war ich noch sehr jung. Jonah hat's ausgeklingt. Warst du verheiratet? Eine Weile. Was ist passiert? Okay. Zu viel? Oh, was? Zu viel. Ach, das ist nicht mein... Ihr seid noch da, ne? Ist nur Jonah. Ja, das ist nur Jonah. No. Ja, ja. Wieder Netzwerk. Gut, ich denke mal, das ist, weil er beim Handy drin ist. Da passiert das schon mal. Hat er lange gehalten, die Verbindung? Siehst du? Nee, ich hab die Party verlassen. Ich grad sagen, siehst du? Da ist es doch. Da muss ich ja mal die anderen Witze hier nochmal rausholen, ne? Kannst du was anderes rausholen, Nick? Ja. Hol dein Gerät raus. Pack's aus. So, hier haben wir einen Firefly-Anhänger im letzten Zelt. Eric Griggs. So, Werkbank. Wenn Sie ins Science Building klettern, gehen Sie nach links in den Raum, um die Arbeitsbank zu finden. Schifter Kopf zum Ende des Korridors. Vorhangsraum. Okay. Dann finden wir ein kleines neues Werkzeug. Dann kommt mal so viel Dings hier. Oh. Na los. Sehr schön. Jonah ist back, wie Rücken? Ja, Netzwerkproblemstand. Back wie Rücken auf Englisch. Komm. So. Achso, so drüben muss man an die Seite rein. Hey, wie wär's da drüben? Was ist ein anderer Name für Urknall? Was brauchen die Beatles zur Wiedervereinigung? Eine Pistole und zwei Patronen. Was war jetzt das mit dem Urknall? Album. Entschuldigen Sie, wie komme ich am schnellsten zum Krankenhaus? Stellen Sie sich einfach etwas in die Mitte der Straße. Ein Scheiß. Sagt ein Tauber zu einem Blinden, ich kann Behindertenwitze nicht mehr hören. Der Blinde antwortet, sehe ich genauso. Was hat ein Flugzeug ohne Pilot mit Windows gemeinsam? Beide stürzen ab. Den hätte ich auch sagen können. Was bestellt ein Kannibale im Restaurant? Ein Kellner. Nee, ein Kellner. Sagt der Pilot zum Tower, die Landebahn ist 3 Kilometer breit und 100 Meter lang. Okay, nicht das, was ich wollte, aber es geht. Wie war die Stimmung in der DDR? Sie hielt sich in Grenzen. Warum hat ein Hubschrauber Propeller? Keine Ahnung. Damit der Pilot nicht schwitzt. Ja. Was hat ein Mann ohne Beine?
einen dreckigen Popo. So ein Scheiß. Was ist ein toter Spanner? Weg vom Fenster. Ja, den kenne ich auch. Den habe ich erst auf TikTok gehört. Ich habe den jetzt irgendwo gelesen. Auch. Ja. Was macht ein Mann ohne Beine? Sackhüpfen. Okay, wir sind drin. Komm, Kleine, gib mir die Hand. Da gibt's viele Dinger. So. Was haben Hosen und Flugzeuge gemeinsam? Weiß nicht. Im Notfall müssen beide runter. Ein Pilot funkt zum Tower. Wartet mal, wer gleich kommt. Daraufhin schaltet der Fluglotse die Landebahnbeleuchtung aus und funkt zurück. Rate mal, wo wir jetzt sind. Der ist gut. Der ist richtig böse. Der ist oder absolut gottlos. So, wir tun nicht upgraden, weil wir finden gleich was zu. Wir finden gleich das nächste Werkzeug. Was haben Selbstmordattentäter gemeinsam? Keiner von ihnen will alleine sterben. Dieser Moment, wenn man im World Trade Center sitzt und plötzlich Flugzeug wieder an. Scheiße. Ich glaube, ich muss das Spiel mal hier ausmachen, ey. Aber jetzt muss ich gerade mit Clash mal spielen. Scheiße, Flugzeug-WLAN hat er. Der war auch direkt ab aus der Hölle. So. Am Ende des Korridors. Ist das die Tür hier? Nee. Der Copilot meldet sich aufgeregt beim Tower. Mayday, Mayday, hier Flug XY2345. Bei uns ist ein Triebwerk ausgefallen. Tower, nennen Sie Höhe und Position. Ich bin 1,75 und sitze hier vorne rein. Ah ja, das vierte Werkzeug. So, sehr gut. Im Vorratsraum auf dem rechten Tisch haben wir, genau, Ausbildungshandbuch Molotow-Cocktails. Verbessert den Radius von Brandbomben. Ist jetzt zweimal so groß, nice. Kann man den Flammenwerfer, könnte man den Ofen verbessern? Scheiße, ich hab das doch noch geschafft. Nicht gedacht. Nein, ach Mann, jetzt ist so ein guter weg. Ich hatte doch vorhin hier so einen guten. So, jetzt oh, nee, können den wir. Den lese ich nie vor. Den schicke ich mal aus, Alter. Den kann man sich mal durchlesen. So. Ach, Fortschritte richtet sich Anmeldung. Indem man sich für ein weiteres Gespräch. So, jetzt gehen wir nochmal zurück an die Werkbank, weil jetzt können wir nämlich wieder aufrüsten. Ach so, ja. Was steht auf dem Grabstein eines Mathelehrers? Damit hat er nicht Damit gerechnet. Hat er nicht gerechnet. So. Werkbank und jetzt. Okay. Mal gucken, was wir mit Stufe 4 machen können. Der ist auch gut. Was ist der Unterschied zwischen Joghurt und Amerika? Wenn man Joghurt 200 Jahre lang allein lässt, entwickelt sich eine Kultur. So, also Scharfschützengewehr können wir mehr Schaden aufrüsten. So, Schrotflinte.
Braucht man nicht zwingen. Braucht man eigentlich alles, was Schaden machen kann. Ist theoretisch wichtig für uns. Ich glaube, es ist so hart, wenn er den Schleudersitz betätigt, wird nicht er, sondern das Flugzeug weggeschleudert. Ja. Oh, wie geil. Vergrößt die Reichweite der Waffe. Ein bisschen länger, ist aber gut. Kind 1. Papa, warum heiße ich eigentlich Schneeflocke? Papa, weil dir bei der Reichweite ist nicht schlecht bei dem, glaube ich. Eine Schneeflocke auf den Kopf gefallen ist. Kind 2. Papa, warum heiße ich eigentlich Blatt? Papa, weil dir bei deiner Geburt ein Blatt auf den Kopf gefallen ist. Kind 3. Oh, Papa, sei still, Backstein. Da hab ich jetzt irgendwann die Frage mal gelesen. Ah, stimmt, ich wollte ja nach der Gottlosknappe auch noch gucken. Stimmt, panzerbrechende Muni. Meine Frau sagt, ich behandle eins unserer Kinder unfair. Ich weiß gar nicht, welches sie meint. Philipp, Paul oder das fette Hässliche? Oh, jetzt sieht's aus wie eine Magnum-Teddy. Wie nennt man einen fliegenden Bus? Mhm. Ein Schuss. Airbus. So, Schüsse mit dieser Waffe verursachen mehr Schaden. Plus 50% mehr Schaden. Das nehmen wir definitiv mit. Ah, das sieht so geil aus, wie der das aufrüstet. Ne? Tut er halt richtig. Kann rumbasteln. Ne? Das ist schon nice Scheiße. Was sind die Schwärzesten? Hast du, wo sie nachgeladen haben? Der ist auch gut. Ich kann an einer Hand abzählen, wie oft ich schon in Tschernobyl war. Wie oft? 7 Mal. 7 Mal. Wieso werden die Pillen aus Afrika zurückgeschickt? Weil drauf steht, nach dem Essen einnehmen. Ja. Ihr kommt alle in die Hölle, ey. Scheiße. Das ist auch gut, das ist aber kein Witz, das ist so, das würde ich machen, wenn das wirklich so wäre. Was macht man, wenn das Navi auf der Autobahn ausfällt und man nicht weiß und man nicht mehr weiß, wo man ist? Umdrehen und das Radio anmachen. Das ist aber nicht blöd. Nee, ganz und gar nicht. Das stimmt. Oh, der ist auch fies. Ich habe den Rettungssanitätern die falsche Blutgruppe für meine Ex-Freundin genannt. Jetzt wird sie am eigenen Leib erfahren, wie es sich anfühlt, abgelehnt zu werden. Das ist eine gute Idee. Oh, Scheiße. Das ist eine gute Idee, muss ich mal anwenden. So, optionales Gespräch. Fortschritt in Richtung des nächsten Stocks. Uns wird ein Clipboard geben, in dem man für ein weiteres Gespräch interagieren kann. Okay. Warum dürfen Inder vor den Essen ins Flugzeug? Was? Warum dürfen? Ja. Warum dürfen ja. Inder vor Chinesen ins Flugzeug steigen? Punkt Strich, ja. Mama, warum bekomme ich meine Weihnachtsgeschenke schon im September? Weil die billiger sind als die Chemotherapie. Ihr kommt in die Hölle, alle drei. Aber ja, definitiv. Was ist der Unterschied zwischen Tennis und Bungee Jumping? Beim Tennis hat man 2 Aufschläge. Was haben ein Baby und eine Flasche Sprudelwasser gemeinsam? Wenn man sie schüttelt, fangen sie an zu irgendwas mit schütteln. Sie werden still, wenn man sie schüttelt. Genau. Irgendwas mit schütteln, richtig. Ha 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 ha
Ich distanziere mich. Ich halte mich bitte. Wenn sie den nächsten Stock erreichen, gehen sie zu und gehen sie dann links. Okay. Was erzählt er schon wieder für einen Scheiß? Nee, ich musste gucken, wo ich als nächstes hin muss. Wie gut, dass der Stream FSK 18 ist. Ja, ja, ich kann niemals unter 18 schreiben. Sich um Mitternacht auf dem Friedhof, meint der eine, so, Herr Kollege, machen Sie auch Inventur? Das Tier, was sagst du dazu, was du hier hörst? Die kommen alle in die Hölle, oder? Aber hallo, aber sowas von. Herr Doktor, können Sie mir helfen? Ich verschreibe Ihnen erstmal ein paar Moorbäder. Und die helfen? Nein, aber sie gewöhnen sich schon mal an die feuchte Erde. Was ist der Unterschied zwischen Chernobyl jetzt und Chernobyl früher? Früher haben die Kinder gelacht, jetzt schreien sie. Ach, das ist das Ding hier. Oh, warte, jetzt muss da was spielen. Ruhe mal kurz. Was? Okay, kann weitergehen. Okay. Was ist die Partnerstadt von Chernobyl? Ziemlich ungeguckt. Wie viele sind? Wo ist eigentlich der nervige Nachbar geblieben, von dem du mir erzählt hast? Ich sehe ihn gar nicht mehr. Der ist im Garten. Wo denn? Also man muss schon ein bisschen graben. So, das nächste Artefakt finden wir bei der Zelte wieder. Wenn wir in die Zelte kommen. Das ist auch fies. Arzt im Krankenhaus zum Patienten. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Patient, okay, ich will zuerst die gute Nachricht hören. Arzt. Nach ihm wird ein Bett frei. Scheiße. Alter. Der war böse. Der ist auch wirklich sehr gottlos. Ey. Ich fahre VW und habe es in Ford. Wurde gestern aus der Bibliothek geschmissen, weil ich ein Buch über Frauenrechte in die Fantasy-Abteilung gelegt habe. Oh, Mann. Oh, Waffenteile. Jack Norris kann einen VW Diesel bauen, der die Abgasnormen auf der Straße einhält. Eine Leiche. Das ist gut, oder? Es fragt sich, Jack Norris. Wie bekommt man einen Elefanten in einen VW Käfer? Oh, das wusste ich mal. Nee, keine Ahnung. Gar nichts, das geht nicht. Ich glaube, die beiden spuckt die Hölle wieder freiwillig wieder aus. Ja, ja, definitiv. Ja. Frau stöhnt voller Schmerzen auf der Geburtenstation. Er, es tut mir so leid, mein Engelchen, dass du das durchstehen musst. Sie, mach dir keinen Kopf, du kannst ja nichts dafür. Hier, ich muss dich dann noch hinzufügen, ne? Bei PlayStation. Dass ich das nicht vergesse. Egal wie viele CDs du hast. Carl Benz hat mehr CDs. Ja. Mhm. Was ist ein Mercedes im Wasser? Amphibienfahrzeug? Keine Ahnung. Ein Seestern. Der ist gut. Links auf einer Bank.
Was ist der Unterschied zwischen Flüchtlingen und IT? IT wollte wieder nach Hause. IT wollte wieder nach Hause. Ja, den kenne ich auch. Röntgenbilder des Bildwachstums im Gehirn des Patienten. Ah. Was bedeutet BMW? Oha. Bei Mercedes weggeschmissen. Mhm. Die Biologie-Lab, nehmen Sie das Artefakt an einem der Tische. Wie heißt ein Hund ohne Beine? Ist doch wirklich egal, wie so ein Hund heißt. Wenn man ihn ruft, kommt er eh nicht. Jetzt geht's mit Tieren weiter. Das war Affe. Was ist gemein, einem Blinden eine Kinokarte zu schenken? Und was ist fies, wenn das ein Stummfilm ist? Ah ja, hier drüben ist der nächste Artefakt. Ah, den habe ich heute auch gelesen, neulich im Vorstellungsgespräch. Stellen Sie mich ein, schon 3 Konzerne sind hinter mir her. Ach ja, welche denn? Gas, Strom und Wasser. Ja, den habe ich schon gelesen. So, wartet, jetzt muss ich erstmal hören hier wieder, bevor er wieder so gottlose Dinger droppt. 4 Paletten, Laborausrüstung verpackt und transportbereit. So gottlose Dinger, so gottlos sind die gar nicht. Was passiert jetzt mit euch? Sie wollen die Infizierten einschläfern. Wie ich das finde? Scheiße ist das. Ihr habt euch mehr eingesetzt als sie, ja. Wenn irgendwer die Freiheit verdient hat, dann hey, langsam. Ach Mist, oh nein. So kann man das benutzen, okay. Firefly in der Ecke des Raums neben dem Kühlschrank. Okay. So, hier haben wir einen Firefly-Anhänger. Genau. Gut, das war's. Jetzt haben wir es gleich geschafft. Gleich wieder das Kapitel beenden. So. Danach kommt Seegebietsinstanz. Seegebiet. So, jetzt haben wir alles geholt, was in der Universität zu holen gab. Nice. Alle Collectibles abgeklappert. Loot, 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 Loot. Loot ist immer gut. Nee, hier ist mal hergekommen. So. Was machst du, wenn dir ein Leprakranker die Hand gibt? Du gibst sie ihm zurück. Witze über Rollstuhlfahrer sind das No-Go. Was ist der Unterschied zwischen einem Arzt und einem Polen? Der Pole weiß, was dir fehlt. Ich hatte Zeit nachzudenken. Jahre, da schienen wir etwas zu verschwenden. Der Kleine, verpiss dich, mein Name geht dich gar nichts an, möchte gern aus dem Kinderparadies abgeholt werden. Arzt, Sie haben noch 10 zu leben. Psst, Patient 10, was? Mal. Monate, Jahre, Arzt 9. Was? Sind das Fireflies? Deckung! Der ist auch fies. Was lernt man bei der französischen Armee als erstes? In 10 Sprachen zu kapitulieren. Machen wir, dass wir wegkommen. Oh ja. Was passiert, wenn man eine Online-Währung erfindet? Dogecoin. Oh Gott, ja. Warum reisen siamesische Zwillinge gern nach England?
damit auch der andere mal fahren darf. Ich war eher da. Ist auch fies. Die Axt ist so geil. Definitiv. Kannst du die, wenn du die jetzt im Inventar, die, was du jetzt hast, wieder reparierst, voll machen, oder? Ja, ne? Also ich darf die quasi nur nicht benutzen, wenn ich, ja, wie soll ich sagen, Teddy? Wenn ich, keinen Aufsatz mehr drauf habe, keine Verbesserung mehr. Dann verliert die Haltbarkeit. Die Aufsätze kann ich immer wieder neu machen, sozusagen. Oh Gott. Huch, da flog gleich ein Molotow-Cocktail zu viel mit weg. Warte, hat gut gesessen. Treffen sich zwei Bitcoiner in einer Bar. Was treffen sich zwei? Bitcoiner. Brauchst du eine Sonne? Ein Blackstyle 2 raus, bin schon ganz gehypt. Was? Ein Blacktail? Ja, 2 kommt raus, schreibt das Tier nächste Woche. Scheiße! Oh. Da habe ich mir endlich einen Dachbuch für das Auto geholt. Echt praktisch, die Kinder hört man kaum noch. Da war zweimal ein Headshot dabei. Ich habe einen Witz über Bitcoin, aber der benötigt viel Energie, um ihn zu verstehen. Scheiße. Oh, Pfeil am Bogen, Stealthy. Na. Die Ellie, noch was, die sieht den erstmal. Alter. Oh Gott! Oh ja, das sieht gut aus. Ja. Nächste Woche kommt ja schon ein Plan. Ach so, du hast das geschrieben. Ich würde gleich das Headset rum. Oh, scheiße. Ja, jetzt habe ich direkt gleich vercheckt. Zu gucken. Scheiße.
Schön ins Gesicht geschossen, Ellie. Du musst mich hochziehen. Okay. Okay, bereit? Eins, zwei, drei. Ah. Einfach zum Pferd. Das ist wild. Weiter. Joe, wie geht's dir? Es geht. Es geht. Kommst du durch das Fenster? Ja. Okay. Gott! Komm schon! Oh. Genau. Ja, wenn du bedenkst, was die beiden zusammen durchgemacht haben und was in Teil 2 dann passiert noch. So krass. Du hast meine Freunde getötet, Arschloch! Los, raus da! Machen wir's auf die harte Tour! Ja. Hier ist keiner. Schnell. Ich kenne Blacktail gar nicht. In welche Richtung geht das Spiel? Nur weiter so. Weiß ich nicht. Ich komme. Durch die Doppeltür. Oh Mann. Du musst doch glatt mal gucken jetzt. Warum hat man in Hiroshima eine Atombombe geworfen? Deine Mutter war so schwer fürs Flugzeug. Scheiße. Da ist der Ausgang. Nur noch ein kleines Stück. Komm. Oh. Hey. Hey. Joel? Hinter dir. Was? Ellie. Bleib bewaffnet. Vorsicht. Ellie, die kleine Ranzratte. Steh auf! Leg den Arm um mich. Okay, wir gehen. Ich schwöre dir, wenn wir das schaffen, wirst du für mich singen. Träum weiter. Warte. Ich öffne die Tür. Lass es Zeit. Scheiße. Aha. Hardcore Ellie. Oh, jetzt wird es langsam winden. Ich glaube, hier sind wir sicher. Joe? Joe? Scheiße. Joe, hier. Steh auf, steh auf, steh auf. Sag mir, was ich tun soll. Komm schon. Ich weiß noch, wie ich in Teil 2 direkt am Anfang so durchgedreht bin, ey. Weil das alles so kam, wie es kam. Es ist... bin ich gar nicht mit klar gekommen. Hab ich direkt gesagt, scheiß Spiel. Ich wollte gar nicht weiterspielen. Ich glaube,
2 Tage gebraucht, ehe ich weitergespielt habe. Ich habe mich geweigert, weiterzuspielen. Oh, wie geil der Schnee ist. Jedes Mal, wenn ein Vogel auf mein Auto kackt, esse ich ein Rührei draußen. Nur um zu zeigen, wer hier der Boss ist. Was hat einer, der immer mit Dreieck läuft? Kreislaufprobleme. Das wird nicht lang reichen. Ey, Hirschl! Das hat jetzt irgendwie gerade so weißen Vibes. So, Leute. Das war's mit... Achso, man kann ja meine Fresse nochmal einblenden. Mit Videonummer, ich glaube, 15. Dank geht wie immer raus an Jona, Teddy und Nick, an das Tier und den Rest im Chat. Ja. Das war wieder das perfekte Schlusswort. Wir haben alle Collectibles in der Universität Gold. Das nächste ist Seegebiet Sands. Also wir sind jetzt im Winter. So viel haben wir jetzt gar nicht mehr in-game. Also Story ist bald durch. Die Platin naht sozusagen. Ja. Und von daher würde ich sagen, Teddy, jetzt hör auf zu pennen! Hört ihr? Schon schnarcht's nicht mehr. So, in dem Sinne, habt dann lasst ein kostenloses Abo da. Gerne ein Like da lassen. Und wir sehen uns im nächsten Video bei First Try, First Platin Run. Ich denke, im Stream werde ich jetzt auch, wenn wir werden nie noch ein Gebiet abschließen. Wir werden morgen, denke ich, weitermachen. Gehe ich stark davon aus. Obwohl das nächste Gebiet ist gar nicht so lang. Ja, das ist, ich glaube, oh, eine halbe Stunde weg Frühstück. Aber wir wollen ja noch was hochladen. In dem Sinne, ihr hört, hier geht's schon wieder gottlos weiter mit Witzen direkt aus der Hölle. Haut rein, bis zum nächsten Mal.